oaad.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und Willkommen zur neuen One Every Day Folge mit einer Android App, der Kuji Cam. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Kuji. Kuji. Gratis grundsätzlich. 99 Cent pro Artikel ist ein In-App-Kauf und erforderliche Android-Versionsnummer 4.4 oder höher, aktuelle Versionsnummer App 1.4.5. Über 4030 Gesamtbewertung, eine durchschnittliche Sternebewertung von 4,3 Sternen. Mit der App macht ihr beautiful photos with light leak effects and chromatic aberration. Features, instant preview, random light leaks, date stamp, also ja, kann man einpacken, portrait and landscape, self timer, Hucci, Gudak, Black and White Filters. Es gibt keine Werbung, es gibt Autosave, es gibt Fotos, könnt ihr importieren und bearbeiten. Ja, die App an sich sieht ganz schön aus, macht halt vieles, was viele andere Apps auch machen. Ich kann mit diesen Light Leak Filtern persönlich ihr wisst schon, an einer Seite vom Bild sind halt diese Lichtdinger drin, wie so Retro-Bilder. Ich kann damit persönlich nicht so viel anfangen mit den Filtern, ein bisschen mehr, aber da habe ich auch andere Apps, die genau dasselbe machen. Und deswegen habe ich mir KujiCam mal angeguckt. Sie wird aber auch wieder von meinem Mi 5S runterfliegen. Die App selbsterklärend ist sie auf jeden Fall und wie gesagt, gratis anschauen kann man sich's einfach mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich unselbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.